der heute leider nicht da ist, Zweiter geworden ist. Und ich habe den Ersten. Bei Revolver irgendwas, also Any Class Center Fire, hat Kollege Haupt wieder den Dritten. Du bist erfolgreichster Schütze, ne? Und dann gab es ein Rennen Kopf an Kopf zwischen Hubert und mir. Und wir haben dann ein Finale geschossen. Und Hubert meinte, ich hätte gewonnen und ich meinte, Hubert hätte gewonnen. Und dann habe ich heute Nacht die Zettel nachgerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen, kein Witz, wir haben beide gewonnen, wir hätten ein weiteres Finale schießen müssen, aber Hubert ist nicht da. Und Andreas hat gesagt, es wäre dann Schluss, sodass wir also in diesem Fall zwei erste Plätze haben mit dem Revolver Henny Klaas. Dann haben wir Rimfire, da haben wir nur in einer Squad geschossen. Da hat der Karl Hamann Annie gewonnen, Jeude ist Zweiter geworden und Sander mit dem Revolver Dritter. Respekt, er hat Revolver Open geschossen. Ist noch jemand da? Marco Jeude? Kann ich dir zumindest zum zweiten Platz Glück wünschen? Und dann haben wir... Ach ja, du hast ja mit dem Revolver geschossen. Ja, super. Also gewinne ich gar nicht. Ja, das nächste Mal könnte ich das... Und dann haben wir die Standardgruppe und da... Bester Ausländer. Tönnies sind gewinnt. Bert, nicht nur Computerfachmann, sondern auch Schießmensch. Da müsste draufstehen RF Handgun oder RF. Wer zu mir das einfach einmal in Holland bist du der beste Ausländer, aber in Deutschland wohnen? Wir haben die Klasse als, das heißt als Niederlande. Wir haben das als Low Ready ausgeschrieben, weil bei Rimfire eben mit aus der Low Ready gestartet sind. Bert, herzlichen Glückwunsch. Danke. Simon Rediger war Zweiter und Marcel Borauke Dritter. Marcel, Simon ist nicht mehr da. Glückwunsch. Und dann kam es, wie es kommen musste, heute Morgen habe ich nicht nur mein Fett vom Andreas gekriegt, sondern wir haben auch noch geschossen danach. Und zwar in einer kombinierten Gruppe, die Selbstlader und die Repetierer. Und da hat in der Gruppe der Selbstlader gewonnen der Herr Yazar. Ja. Meine Gruppe. Das ist die Semi-Auto-Any-Class, genau. Also Handgun Converted. Der Marco Jeude ist Zweiter geworden und der Herr Bosch Dritter. Das war ja wohl super spannend heute Morgen. Ja, war geil, oder? Und dann gab es noch die Fun-Gruppe. Der Kollege Dietrich und ich, wir haben uns mit dem Unterhebler den Herren mit den Selbstladern gestellt und wir wussten gestern, wie wir es überlegt haben, dass wir die Matches zusammenlegen, nicht so richtig, wie es ausgeht. Es ist aber tatsächlich so, dass der Unterhebler, der nicht nachlädt, durchaus in der Lage ist, den Selbstlader zu schlagen. Wir haben einen Riesenspaß gehabt. Du bist aber nur Zweiter geworden. Danke. Und dann gab es die Abschlussveranstaltung, die Selbstladebüchse, Any Class Rimfire. Und da hat gewonnen der Marco Jeude. Mit einem spektakulären Finale. Also wirklich ein einziger Rand hat alles entschieden. Ein einziger Rand, das war echt so krass, ja. Vielen Dank. Der Herr Dietrich ist Zweiter geworden. Und der Herr Behrens, bitte. Behrens ist nicht mehr da. Behrens ist nicht mehr da. So, dann würde ich meinen Part beschließen wollen. Ich darf mich nochmal bedanken. Wem es nicht gefallen hat, bitte nichts darüber sagen. Wenn ihr es gut gefunden habt, erzählt es weiter. Vielen Dank.